So, heute will ich mal was über Rohre erzählen für unser neues Projektbike. Und Rohre zu beschaffen in Deutschland für Kleinstserien ist relativ schwer. Da gibt es natürlich keine konifizierten und auch keine hydrogeformten Rohre. Deswegen müssen wir ganz normale Standardrohre nehmen. Die sehen ungefähr so aus. Eine Wandstärke durchgehen und das Problem ist halt, an der Schweißnahtstelle muss die Wandstärke relativ dick sein und in der Mitte des Rohres braucht man nicht viel Wandstärke, weil da geht es eigentlich nur um den Durchmesser, um die notwendige Steifigkeit zu bekommen. Das heißt, wir wollen hier Gewicht sparen, so ein Rohr ist relativ schwer und wir wollen es außen abdrehen. Nicht in der ganzen Länge, sondern nur in der Mitte. Das heißt, hier gibt es eine Schräge, dann gibt es hier einmal, da drehen wir ungefähr 0,9 mm ab und dann gehen wir wieder konisch raus. Das heißt, hier in der Mitte ist es ganz einfach zylindrisch und die Enden bleiben dick und dadurch wird der Rahmen stabil sein und auch unter härtesten Bedingungen nicht versagen. Da gehen wir auf Nummer sicher. Und das machen wir jetzt bei einer Firma in Münster, Firma Fennefrone, und da fahre ich jetzt hin und dann gucken wir uns das an. Wir können vorher eins noch machen. Wir stellen das Ding einmal auf die Waage und gucken, wie schwer es denn jetzt ist. Und wenn ich wiederkomme, schauen wir einmal, wie schwer es danach ist, dann sehen wir, was das Ganze bringt. Gucken wir das. Das sind 818 Gramm. Muss ich jetzt mal eben einen Schmierzettel hier suchen. 818 Gramm. Dann gehe ich jetzt mit dem Rohr los. Wir gucken, wie viel Gramm wir da raussparen können, ohne dass es überhaupt irgendwas an der Haltbarkeit oder sonst was Steifigkeit macht. Bis gleich. Immer wieder. Jetzt bin ich bei der Firma Fennefrone und wir versuchen gerade Ober- und Unterrohr von außen abzudrehen, um noch ein bisschen Gewicht zu sparen. Und ich zeige euch mal den Prozess in etwa, dass ihr eine Idee kriegt, was alles dahinter steckt. Also hier wird jetzt gerade das Programm geschrieben. Ist recht einfach, aber muss trotzdem gemacht werden. Reinfahren und wieder rausfahren und dann einen bestimmten Winkel. Vorschub wird eingegeben und dann geht's los gleich. Leichte Vibrationen lassen sich leider nicht vermeiden bei der Länge. So, wie man sieht, ist das Material recht langspanig, nicht leicht für den Dreher. Aber es scheint zu klappen. Jetzt wird hier noch ein bisschen geschliffen und dann sind wir auch schon fertig mit dem Rohr. So, hier kann man jetzt schön sehen, was das ganze Problem ist. Wenn so ein Rohr nämlich ein bisschen schlägt, dann kann man das Außen abdrehen direkt vergessen, weil die Wandstärken nicht mehr sicher sind. Das kann man ohne Röntgen dann schwer beweisen und dann wird das Fahrrad gefährlich. Das machen wir nicht. Wir haben jetzt aber ein Rohr, was gut ist. Das können wir für das erste Muster nehmen und dann sehen wir weiter. So, jetzt bin ich wieder da. Frisch vom Werk, hat gut geklappt. Wir hatten viele Sorgen, dass es zu stark vibriert oder dass es zu unrund läuft etc. Ein paar Sorgen waren auch begründet. Wir haben jetzt ein paar Erfahrungen gesammelt und wissen, dass es nicht einfach ist, aber es ist machbar. Und wir wollen euch ja zeigen, was machbar ist. Und insofern, es ist machbar. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um auch ein richtig geiles Bike zu machen. Also werden wir das so umsetzen können. Es gibt vielleicht mal ein Rohr, was Ausschuss ist und was man einfach nicht drehen kann, weil es zu unrund ist. Das haben wir gerade ja gesehen. Und jetzt stellen wir das mal auf die Waage und gucken, was es denn jetzt in Summe gebracht hat. So, die sind jetzt 644 Gramm. 644 Gramm. Ich bin jetzt immer vor der Kamera ein bisschen nervös, kann ich nicht so gut Kopf rechnen. Also tippen wir das mal ein. 818 minus 644. Das sind also 174 Gramm, die wir jetzt mal eben da durch ein bisschen Abdrehen gespart haben. Das ist also schon absolut relevant, weil das macht einen Unterschied hinterher. Oberrohr können wir auch leicht bearbeiten, das sparen wir aber nicht so viel, das sparen wir vielleicht 40 Gramm. Aber das heißt, wir können über 200 Gramm sparen und ob wir jetzt einen Rahmen haben, der 3,5 wiegt oder der 3,3 wiegt oder so, das macht natürlich einen Unterschied. Also, nicht vergessen, abonniert uns und seid dabei. Bis bald.